Howdy und herzlich willkommen bei StayGeeky. Ich bin Dennis Matthias und heute möchte ich dir gerne das Spiel Fliptown vorstellen. Das ist von Steven Aramani entworfen und designt von der Naomi Ferral. Lustiger Fun Fact, die auch ihren Urgroßvater in dem Spiel illustriert hat. Ihr Urgroßvater war nämlich Pancho Villa. Das war wirklich ein mexikanischer Revolverheld und Freiheitskämpfer. Fliptown ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler im Alter von 12 Jahren oder darüber. Ein Spieldauer von 30 bis 45 Minuten und es ist ein Flip-and-Ride-Spiel im Western-Universum. Wie man das spielt, zeige ich dir jetzt. Willkommen in Fliptown. Ich werde dir jetzt einen groben Regelüberblick über das Spiel geben, werde jetzt nicht jede einzelne Location erklären, nur damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wie man Fliptown denn spielt. Wir spielen das Ganze über 3 Runden. Jede Runde hat 5 Züge. Zu Beginn jeder Runde wird eine Sheriff-Karte zur Seite gelegt. Das machen wir hiermit. Und wir bekommen, das ist eine optionale Regel, 2 Pokerkarten, wenn wir mit der Texas Hold'em-Variante spielen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dadurch wird das Ganze ein bisschen strategischer. Ansonsten haben wir reines Glückspoker. Wir bekommen jetzt also 2 Karten, die wir benutzen können, um eine Pokerhand am Ende jeder Runde zu bilden. Wir haben einen 9 und einen Buben. Die legen wir mal zur Seite. Die sind normalerweise verborgen von den anderen Mitspielern. So, pro Zug werden dann 3 Karten aufgedeckt. Und mit diesen 3 Karten muss ich dann jetzt meinen Zug planen. Ich lege die mal hier ab und schauen wir uns zunächst dafür einmal das Brett an. Wir haben verschiedene Gebiete. Wir haben hier das Herzsymbol, das ist der Trail. Wir können uns hier diesen Trail entlang bewegen und dafür Belohnungen bekommen. Wir haben die Badlands. Bei den Badlands dürfen wir entweder hier Hühner oder Kühe stehlen oder Postkutschen oder Züge überfallen, bekommen dafür sehr viel Belohnung, aber bekommen auch Wanted-Plakate. Und damit locken wir die Aufmerksamkeit des Sheriffs auf uns, was wir nicht wollen, weil das kann uns Dollar oder auch Siegpunkte kosten. Wir haben die Mine. Von der Mine arbeiten wir uns hier immer weiter in die Tiefe durch, um unsere Belohnung zu bekommen. Dann haben wir mit Kreuz noch die Stadt. Das sind die unterschiedlichsten Gebäude mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, was ich denn hier machen kann. Und schließlich haben wir hier noch den Friedhof. Den Friedhof kann ich immer betreten, egal welche Karten ich denn dafür nutzen möchte. Das vielleicht sei direkt einmal angemerkt. Die Übersichtlichkeit von dem Spielbrett ist anfangs etwas verwirrend, weil die verschiedenen Gebiete, die sind nicht optisch nicht so klar getrennt. Wenn man das einmal weiß, das ist in Ordnung. Das sorgt aber bei neuen Spielern immer wieder für Verwirrung und die Schrift ist relativ klein. Insgesamt muss man sagen, wenn man nicht die besten Augen hat, ist das Spiel problematisch, weil hier zum Beispiel die Schrift auch relativ klein ist. Aber okay. So, jetzt haben wir hier diese 3 Karten ausliegen. Und diese 3 Karten müssen wir jetzt wählen, welche Karte wir dafür für die Suite benutzen möchten. Das ist das Symbol dieser Karte. Mit diesem Symbol legen wir dann fest, in welchem Bereich dieser Karte wir uns denn bewegen möchten. Mit der Value Card legen wir dann wiederum fest, wo wir uns denn in diesem Gebiet hinbewegen. Also beispielsweise bei der Mine, ob wir nach links oder rechts abzweigen, in der Stadt, welches Gebäude wir betreten. Das zeige ich dir gleich aber nochmal in Ruhe. Und die 3. Karte legen wir als Pokerkarte zur Seite. Wir sammeln also in diesen 5 Runden 5 Karten und zusammen mit unseren beiden Karten, die wir am Anfang haben, dürfen wir eine Pokerhand von 5 Karten bilden. Und der Spieler, der dann die beste Pokerhand hat, bekommt eben halt eine entsprechende Belohnung. Auch das ist eine Alternativregel. Normalerweise bekommt jeder Spieler die Belohnung für seine Pokerhand. Ich würde aber auch empfehlen, hier mit einem kompetitiven Modus zu spielen, einfach weil diese Pokerhand dann eine deutlich größere Bedeutung bekommt und man viel mehr Wert darauf legt. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir haben ja schon den Buben und die 9. Deswegen ist die 10 für uns ja eigentlich ganz attraktiv, um gegebenenfalls eine Straße zu bilden. Wir nehmen die 10 als unsere Pokerhand. Diese Karte wird dann aber auch nicht zur Seite gelegt. Die bleibt hier in der Auslage liegen und jeder Spieler wählt hierfür dann jetzt eben seine Spielkarten aus. Um zu markieren, welche Karte wir ausgewählt haben, schreiben wir das hier auf unser Board, schreiben die 10 hier hin und markieren das Pick. Das heißt, im ersten Zug der ersten Runde haben wir die Pick 10 für uns als Pokerkarte gewählt. Dann könnten wir jetzt beispielsweise Karo wählen, um einfach mal in die Mine zu gehen. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier links Ass bis 7 und rechts 8 bis König. Das heißt, je nachdem, wie unsere Value Card ist, entscheidet das, ob wir links oder rechts abbiegen. Wir biegen jetzt links ab und begeben uns hier in dieses Gebiet und haben hier so einen Hammer,
den wir uns hier markieren. Und wir bekommen ein Gold, was wir uns hier markieren. Schauen wir uns dann jetzt nämlich hier unten unsere Ressourcen mal an, die wir haben. Das ist Cash, was wir primär brauchen, um uns Dinge in der Stadt zu kaufen. Das ist Gold. Damit dürfen wir die Karten, die wir hier liegen haben, manipulieren. Haben wir 2 Gold, geben das aus, dürfen wir die Suit einer Karte in jede beliebige Suit umwandeln. Das heißt, wir können uns eigentlich aussuchen, in welches Gebiet wir gehen möchten. Für ein Gold dürfen wir den Wert einer Karte um +1/-1 modifizieren. Das dürfen wir auch mehrfach machen, wenn wir dann entsprechend 4 Gold haben. Sterne sind im Prinzip unsere Siegpunkte. Wanted, das sind eben halt so Wanted-Plakate, die wir sammeln, wenn wir gesetzlose Dinge tun, zum Beispiel in den Badlands irgendetwas ausrauben. Und das erhöht, wie gesagt, das Risiko, dass uns der Sheriff erwischt. Dann haben wir hier noch diese Goldpfannen und diese Hämmerchen. Ein Hammer haben wir jetzt gerade, wie gesagt, schon bekommen. Das sind im Prinzip Ressourcen, die wir uns aufbauen, die wir am Ende jeder Runde bekommen. Für jede Goldpfanne bekommen wir ein Gold, für jeden Hammer bekommen wir $2. Zu Beginn des Spiels haben wir zudem eine Karte bekommen mit individuellen Spielerfähigkeiten. Wir sind in diesem Spiel der Gambler und hatten deswegen am Anfang des Spiels bereits $3 und eine Goldpfanne. Und wir haben eine Spezialfähigkeit. Einmal im Spiel dürfen wir die Belohnung, die wir durch unsere Pokerhand bekommen, verdoppeln. Das gucken wir uns nachher noch einmal an. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was wir denn auf diesem Brett so tun können. Hier bei einem Trail, wie gesagt, wenn wir das mit Herz auswählen, gibt uns unsere Value Card vor, bis zu welchem Punkt wir denn voranschreiten dürfen. Hätten wir also beispielsweise die 10 genommen und hätten dann eben ein Herz als Suit-Karte, dürfen wir bis zu Feld 10 vorrücken, dürfen uns das hier also aussuchen, welche Belohnung wir wählen. Suchen wir uns eine Belohnung aus, die aber weiter vorangeschritten ist. Gehen wir mal davon aus, wir würden jetzt hier 5 nehmen, müssten wir alle Belohnungen davor, die wir übersprungen haben, wegkreuzen, dürften wir nicht mehr nehmen. In diesem Fall würden wir $12 bekommen. Das heißt, wenn wir weiter voranschreiten möchten bei diesem Trail, brauchen wir später auch höhere Value Cards. Die Mine habe ich dir gerade schon gezeigt. Wir entscheiden immer, in welche Richtung wir gehen. Jetzt haben wir hier ja schon ein Feld betreten. Von da aus würde es jetzt heißen, hätten wir Ass bis 4, würden wir in dieses Feld gehen, hätten hier eine Bonusaktion in den Badlands. 5 bis 7 hätten wir eine Bonusaktion bei den Trails und in Gold. Ebenfalls hier hätten wir das Gold noch gehabt. Und 8 bis König wären wir hier oben in dem Feld. Diese Bonusaktion heißen schlicht und ergreifend, wir dürfen danach noch das Gebiet betreten, was angezeigt ist, dürfen uns aber aussuchen, wo wir hingehen. Das ist so, als wenn wir quasi die höchste Value Card hätten. Im Beispiel von dem Trail hier eben oder bei den Badlands eine beliebige Karte. Gucken wir uns jetzt einfach auch mal diese Badlands hier an. Und gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt die 8 und würde versuchen, hier diese Kutsche zu überfallen. Dann müssen wir diesen Wert dieser Kutsche prüfen, das ist eine 8. Und wir müssen jetzt eine Karte aufdecken. Ist die Karte höher als der angegebene Wert, war unser Überfall erfolgreich, dann würden wir 3 Wanted-Plakate bekommen, die bekommen wir in jedem Fall. Wir kreuzen uns das jetzt also einfach mal an, damit ich es gleich noch hier zeigen kann. Wir würden 6 Siegpunkte bekommen und $2. In dem Fall, Ass zählt in dem Spiel als 1, haben wir das nicht geschafft. Bekommen wir keine Dollars als Belohnung, würden aber immerhin die Hälfte der Siegpunkte bekommen, also würden wir noch 3 Sterne bekommen. Dann erkläre ich dir als nächstes den Friedhof, danach erkläre ich dir die Stadt. Wenn wir auf den Friedhof gehen und hier ausbuddeln, suchen wir uns ein Grab, das wir quasi plündern. Das zentrale Grabfeld ist bereits eingekreuzt. Wir sagen, wir würden uns dieses Grab hier nehmen, würden wir dieses Feld dazwischen als Belohnung bekommen, also in dem Fall wären das $4. Dafür, dass wir auf dem Friedhof buddeln, bekommen wir ein Wanted-Plakat, weil macht man halt einfach nicht. Ne? Es sei denn, wir gehen in der Stadt zu dem Undertaker und damit schauen wir uns jetzt nämlich dieses Gebiet hier an. Wenn ich zum ersten Mal die Stadt besuche und ich habe ein Ass, dann werde ich ein Mitarbeiter des Undertakers, das darf ich mir hier markieren, und bekomme dann künftig eben kein Wanted-Plakat mehr, wenn ich auf dem Friedhof rumbuddle, weil jetzt habe ich ja die Erlaubnis. Besuche ich diesen Ort noch einmal, bekomme ich sogar hier eine Schaufel, bekomme dann sogar einen Siegpunkt jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof rumbuddle. Dann gibt es noch so Optionen, beispielsweise, wenn ich das Hotel besuche, dann muss ich $2 bezahlen, da 4 so einen silbernen Stern ankreuzen.
Und je nachdem, wie weit ich fortgeschritten bin, die höchste Anzahl an Siegpunkten, die in diesem silbernen Stern sind, bekomme ich am Ende des Spiels. Ich kann mir dann hier beispielsweise bei dem Gunsmith, darf ich mir eine Pistole kaufen. Wenn ich mir eine Pistole kaufe, dann kann ich mir das hier bei den Badlands markieren. Dann werden meine Überfälle einfacher, denn die Karte, die ich aufdecke, um den Überfall zu prüfen, bekommt +2. Habe ich eine Wife Rifle, also ein Gewehr, wird das +4 kriegen. Das heißt, meine Überfälle werden, wie gesagt, immer wahrscheinlicher. Dann kann ich hier zum Beispiel reingehen und darf auf gesetzlosen Jagd gehen. Wenn ich das erste Mal hier reingehe, markiere ich mir hier oben entweder Bube, Dame oder König. Gehen wir mal davon aus, ich nehme die Dame. Immer wenn bei diesen drei Karten eine Dame aufgedeckt wird, darf ich mir eine von diesen drei Belohnungen aussuchen. $4, 2 Gold oder ich darf 2 Wanted-Plakate wegstreichen und tue ein bisschen Buße. Das kann ich auch tun, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieses Versteck gehe. Da darf ich mir 4 Wanted-Plakate wegstreichen und so weiter und so fort. Was wir ebenfalls haben, das sind zu Beginn dieses Spiels diese drei Bounty-Cards. Das sind im Prinzip Zielkarten. Zum Beispiel hier möchten wir sogar Wanted-Plakate sammeln. Das heißt, wenn wir gesetzlos genug sind, also 9 Wanted-Plakate gesammelt haben, dürfen wir diese Karte für uns beanspruchen, bekommen 7 Siegpunkte. Danach wird diese Karte umgedreht, ist dann nur noch 4 Siegpunkte wert. Alle Spieler, die das nach mir dann erreichen, bekommen entsprechend weniger Siegpunkte. Hier müssen wir in der Mine mindestens 9 Gold sammeln und mit dieser Karte müssen wir entweder das Ende des Trails erreichen oder zweimal diesen Ort hier in der Stadt aufsuchen und uns hier eben entsprechend 2 Karten auswählen. Was wir zusätzlich hier noch in der Stadt haben, wir haben bei jedem Gebiet hier oben immer noch so ein Symbol, das hier. Das ist dann noch ein Bonus, den wir bekommen. In dem Fall dürfen wir hier noch eine zusätzliche Badlands-Aktion ausführen. Hier dürfen wir auf dem Friedhof rumbuddeln. Da würden wir ganz einfach einen Siegpunkt bekommen und so weiter. Gehen wir jetzt davon aus, wir hätten jetzt diese 5 Runden gespielt, würden wir unsere Pokerhände vergleichen mit allen Spielern, gehen wir jetzt wirklich mal davon aus, wir hätten eine Straße und das wäre auch die beste Pokerhand gewesen, dann würden wir dafür $5 und 4 Siegpunkte bekommen. Danach haben wir den Schritt Pen and Work, das heißt, wir bekommen für jede Goldpfanne, die wir haben, 1 Gold, für jeden Hammer, den wir haben, $2. Und schließlich müssen wir jetzt gucken, ob der Sheriff uns erwischt. Wir haben jetzt hier noch 2 Wanted-Plakate. Ich markiere jetzt einfach mal aus der Freude heraus nochmal ein paar. Wir haben jetzt 5 und müssen jetzt eine Karte aufdecken. Der König ist darüber. Hätten wir einen Wert unter der Anzahl unserer Wanted-Plakate, wird der Sheriff uns erwischen. Und abhängig von der Runde würden wir ihn entweder mit Geld bestechen müssen oder Siegpunkte verlieren. In der ersten Runde müssen wir $10 bezahlen, 4 Siegpunkte verlieren. In der dritten Runde beispielsweise $18 bezahlen und 8 Siegpunkte verlieren. Eine kleine Korrektur, ich weiß gerade so schnell. Ich habe jetzt die Sheriff-Karte hier vom Stapel aufgedeckt. Normalerweise ist das halt diese Sheriff-Karte, die wir am Anfang des Spiels zur Seite gelegt haben. Das wäre jetzt also die Karo 10 gewesen. So, das ist das Spiel. Wir spielen das Ganze über 3 Runden. Dann vergleichen wir die Anzahl unserer Sterne, die wir haben. Wir bekommen noch die Silbersterne dazu. Für alle 2 Gold, die wir haben, bekommen wir noch einen Siegpunkt. Für alle $4, die wir dann noch übrig haben, bekommen wir auch noch einen Siegpunkt. Was man dazu sagen muss, bei uns reicht dieses Feld für die Sterne meist nicht aus. Wir kommen da immer wieder drüber, müssen dann hier quasi am Rand noch mit markieren. Gut, ist eine Kleinigkeit, ist aber natürlich einfach schade, dass dieses Feld zu klein ist. Ich habe dir generell schon was gesagt zur Übersichtlichkeit. Und was man auch noch sagen muss, hier dieser Schwamm von dem Stift, der ist nicht so sonderlich gut. Da bleiben immer mal wieder Spuren auf dem Brett. Deswegen tendieren wir dazu, uns da einen anderen Schwamm für zu holen. Ist eine Kleinigkeit, aber sei zur Produktionsqualität hier auch noch erwähnt. Dann würde ich sagen, springen wir einmal zum Fazit und dann sage ich dir, was ich von Fliptown halte. Das ist Fliptown und ich muss sagen, es hat im Sturm mein Herz erobert, ist eigentlich mein liebstes Flip-and-Ride-Spiel geworden. Also Hadrian's Wall mochte ich ja auch sehr gerne. Ich finde das besser, einfach aus dem Grund. Es hat eine gewisse Komplexität, ist aber auch viel eingängiger und leichter zugänglich und erlaubt dabei sehr, sehr viele Entscheidungen im Spiel. Durch die Bounty-Cards, die ich habe, durch die verschiedenen Charaktere, die ich habe,
habe ich auch immer wieder eine andere Strategie im Spiel. Das heißt, der Wiederspielwert ist auch da. Ich habe das wirklich schon zahlreich gespielt und es wird nicht langweilig. Und was vielleicht auch für Fliptown spricht, es ist das neue Lieblingsspiel meiner Mutter, die normalerweise lieber so Familienspiele, leichte Kinderspiele spielen. Und das zeigt dann halt eigentlich auch, dass es wirklich eine sehr schöne Zugänglichkeit hat und dabei wirklich halt dennoch anspruchsvoll ist. Was ich bei dem Spiel halt mag, dass auch so sehr, sehr viele Western-Flares mit eingefangen werden, beispielsweise eben halt auch mit dem Pokerspiel, mit den Poker-Symbolen, die überall auftauchen, dann eben halt auch thematisch, dass ich auf Raubzug gehen kann, ich kann gesetzlos werden, muss gucken, dass ich das Ganze wieder loswerde, gefällt mir alles sehr gut. Und wie gesagt, ich mag es, dass man halt im Spiel so viele Entscheidungen hat. Ich habe ja diese 3 Karten, aus denen ich auswähle. Welche benutze ich als Suit? Welche benutze ich als Value-Card? Welche benutze ich als Poker-Card? Und insbesondere, wenn man dann eben halt auch mit der kompetitiven Variante des Pokerspiels spielt, das heißt, dass nur der mit der besten Hand auch wirklich die Belohnung bekommt, hat diese Poker-Card dann nämlich auch eine gewisse Bedeutung. Und man legt da dann auch schon Wert drauf, weil die Belohnung schon immens sein kann, je nachdem, welche Hand man da eben halt auch hat. Auch würde ich empfehlen, das Ganze mit der Texas Hold'em-Variante zu spielen, weil das ansonsten halt ein sehr starkes Glückspoker ist, aber wenn man eben halt diese 2 Pokerkarten zu Beginn einer Runde schon auf der Hand hat, weiß man auch schon, wohin man seine Pokerhand so ein bisschen entwickeln kann. Ja, dann hat man eben halt auch die Möglichkeit, sich auf die verschiedenen Gebiete zu konzentrieren in dem Spiel, auf die Deadlands, auf den Trail, auf die Stadt. Je nachdem, wo man hier seinen Fokus legen möchte und wie man seine Siegpunkte dann halt bekommen möchte. Bei den Badlands hat man noch einen sehr interessanten Push-Your-Luck-Faktor. Man kann das durchaus auch beeinflussen, indem man dann eben halt sich ein Bandana kauft oder sich eine Pistole kauft, wo die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Raubüberfall gelingt, dann eben halt auch höher ist. Man hat sehr viele Möglichkeiten, was ich denn jetzt im Spiel machen möchte. Das Spiel ist insgesamt auch sehr belohnt, weil es sehr viele Ketteneffekte gibt, dass ich dann einen Bonuszug nochmal bekomme in einem bestimmten Gebiet und so weiter und so fort. Was ich auch sehr interessant finde, dass man eben die Möglichkeit hat, wie gesagt, von Spiel zu Spiel anders zu spielen, also eine andere Strategie festzulegen. Und die funktionieren eben halt auch alle. Ich habe auch viele Möglichkeiten im Spiel, das Ganze zu manipulieren mit dem Gold, dass ich eben halt auch die Suite einer Karte ändern kann, damit ich ein Gebiet gehen kann, wo ich gerne hin möchte. Ich kann die Werte meiner Karte variieren, um dann eben halt doch vielleicht ein anderes Gebäude zu nehmen in der Stadt. Und wenn meine Karten mal ganz, ganz schlecht sind und ich eben, damit nichts anfangen kann, ich habe vielleicht kein Gold mehr, um das Ganze zu manipulieren, habe ich immer noch die Möglichkeit, auf den Friedhof zu gehen und da eben bei den Gräbern zu buddeln. Also man hat immer irgendeine Möglichkeit, etwas zu machen, ist sehr belohnt, spielt sich sehr runter, sehr schnell runter und nach einer Spieldauer von ungefähr 45 Minuten ist man eher eigentlich schon traurig, dass das Spiel vorbei ist. Und ich finde, so sollte ein Spiel auch sein. Wie gesagt, für mich ein wirklicher Überraschungstitel, mein neues Lieblings-Flip-and-Ride-Spiel und deswegen 9 von 10 Punkten für Fliptown. Dann hoffe ich dir diese Rezension, diese Rezension hier hat dir gefallen. Schreib gerne mal in die Kommentare dieses Videos, was du denn davon hältst oder was denn dein liebstes Flip-and-Ride-Spiel ist. Eure Anregungen finde ich immer ganz, ganz toll. Da danke ich dir fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao!